So, direkt die Waage prüfen. Oh, der hat mir direkt Ausweis gegeben, hä? Ich muss den gar nicht ansprechen. 6200 Kilo passt. So, was ist das für ein Fahrzeugtyp angeblich? Ein Illich 57. Passt. Oh, das ist die das Kennzeichen von dem Schmuggler. GLY. Dann muss ich mal kurz ihre Wagen durchsuchen. Kenn das Spielchen bestimmt als Schmuggler. Ah ja. Alkohol. Die schmuggeln also Alkohol. War da überhaupt was? Oder habe ich das gerade nur so aus Spaß aufgeschnitten? Verdammt. Aha. Noch mehr Alkohol. So, so, so. In der Ware ist dann bestimmt auch was, richtig? Kann ich hier was zwischen verstecken? Irgendwo? Keine Ahnung. Oh, gucken wir mal die Ware durch. Weg, 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 weg. Wir müssen eh, was ich gelernt habe, wenn das ein Geschmuggler ist, brauchen wir die Sachen nicht genau überprüfen. Also wir müssen das Fahrzeug nicht mehr überprüfen auf Mängel oder sonst was. Weil es wird eh nicht gezählt. Hier ist auf jeden Fall nichts am Start. Deswegen ist es auch egal, ob die Anzahl der Sachen jetzt stimmt. Oh, Alkoholkanister im Klo. Oder nicht, weil... Na, er wird eh verhaftet. Okay, im Kühlschrank kann Alkohol sein. Muss nur mal reingucken hier. Okay. Ah. So, so, so. Ja gut, sind leider verhaftet. Aber was ist leider? Geld für mich, ne? Fünf Flaschen Alkohol. Dann bring ihn mal weg, den guten. So, der nächste bitte. Noch einen Zweischmuggler. Akaristan und zwei gesprungene Scheinwerfer. Oh, direkt wiegen hier. Ach, guck mal, wenn ich ihn wiege, geben die mir direkt einen Ausweis? Nee, doch nicht. Ich dachte, daran lag's. Oder habe ich den eben angeklickt und ich habe es verrafft, weil ich alles so schnell gemacht habe. 2890, okay, das passt. Kennzeichen, Shai 7026, have fun, passt. Einfach have fun. Name passt nicht. Hier passt der Name auch nicht. United Ready. Passnummer, passt allerdings. Gültigkeit passt hier auch. Hier auch. Oh Gott, ich hasse es, wenn die Leute so viel Ware haben. So. Scheinwerfer hinten sind okay. Brauchen wir nämlich für gleich. So, die Fracht 381. Ein Gasherd. Ein Gasherd übersehen oder so? Oder hat er den irgendwo versteckt? Den Gasherd. Frachtbrief ist falsch, der Herr. Seitenspiegel fehlt. Sehe ich auch direkt. Foto passt. Ein fehlender Spiegel. Stoßstange ist am Start. Die Scheiben sind auch heile. Hinten passt auch. Kann theoretisch weiter. Nicht weiter. Aber der ist theoretisch durch. Der ist kein Schmuggler. Oder habe ich wieder irgendwas vergessen einzutragen? Nee. Ah, Fahrzeugtyp. Azar V. Da. Nee. Passt auch. Okay. Aber verweigert. Wir haben wieder sehr viel Geld. Hallo. Jetzt gibt der mir wieder automatisch. Komisch. 3700. Oh. Ah ne, passt. Da habe ich. Einen Zakre 53. Da komme ich auf 95. Zakre 53. Ist das einer? Kein Zakre 95. 53. Das habe ich schon wieder 95 gesagt. Fahrzeugtyp ist falsch. Dein Bild passt. Sieht sehr schön aus. Kennzeichen. Hat der nicht vorne? Perfekt. CRP.
6464U. Wenn er vorne kein Kennzeichen hat, ist das schon. Muss ich das eintragen als Mangel? Oder wie läuft das? Ist auf jeden Fall der. Ne, nicht gesprungene Scheiben. Er fehlt den Sturmstangen. Ich dachte gerade, ich habe Scheinwerfer angekreuzt. Scheinwerfer sind dran. Reifen sind auch Heide. Er kommt aufs Al. Woher? Al-Barak. Passnummer passt auch. Gültigkeit passt auch. Muss ich das hier noch kurz überprüfen? Er ist auf jeden Fall nicht der Verdächtige. Heuball 9, Medikamentenkiste 2 passt. Der darf allerdings nicht weiter. Was ist die tägliche Bestimmung? 3 technische Mängel. Ausgeschlossen. Verweigert. Hallo, der Herr. Der Fahrer war sauber? Ah, ich bin so dumm. Defekte Karosserie. Das hätte ich besser prüfen sollen, die Karosserie. Aber Fahrzeugtyp war falsch? Nee, war richtig, aber das sah doch falsch aus auf dem Bild. Ich habe mich an den Kühler, an der Motorhaube orientiert. Die sah anders aus. Och, Mann. Aber warte mal, wenn das Fahrzeug nicht passt, ist das schon. Ist das nur ein technischer Mangel? Nee, das wäre dann das andere. Einreisebestimmungen. Ach, keine Ahnung, was da jetzt falsch lief. That's unlucky. Okay, das ist ein Zagre 53. Das ist jetzt aber keiner, weil wir hatten gerade einen Zagre. Das ist auf jeden Fall falsch jetzt. Da kann mir keiner was sagen. Okay, Aussehen passt. Der Name passt nicht. Passnummer passt auch. Mai passt auch. Gültig. Oh, das passt nicht. Eieiei. Woher kommt er? Republik Kagastan. Hat der gesprungene Scheinwerfer zufällig? Ah, nur ein. Glück gehabt, dass er keine zwei hat. Sonst wäre er raus. Und der hat doch keinen Karosserieschaden, oder? Der hat einen Platten. Oder zählt. Oh, da ist eine gesprungene Scheibe. Oder zählt das jetzt schon irgendwie als Karosserieschaden? Noch einen Platten. Kurz seine Ware überprüfen. Gepäck 3. Kartoffelsack 1 passt. Ich habe irgendwas vergessen jetzt schon wieder. Er darf auf jeden Fall nicht rein. RPQ 1116 MC. 1530 Gewicht. Okay. Raus mit ihnen. Ich habe wieder sehr viel Geld. Ich habe noch sehr viel Schmuggelware abzugeben. Das war der letzte für heute. Ciao. Gerechtfertigte Ablehnung. Einreisebestimmungen war falsch. Ach so, weil hier mehr als 3 technische Mängel waren, hätte ich das, war das als Einreise. Ja gut, habe ich verplant. Und fehlender Spiel. Ah gut, aber ganz schön viel weniger Geld, wenn ich eine Sache da falsch habe. Gut. Dann gehen wir schlafen. Oder bringen wir die Schmuggelware noch vorbei? Bring die Schmuggelware noch vorbei. Und dann gehe ich schlafen. Weil wir haben sehr, sehr viel. Ein Nerf, den können wir auch noch mitnehmen. Oder soll ich es abholen lassen? Ah nee, wir lassen es nicht abholen. Boah, was, wenn wir überfallen werden? Puh. Egal, wir fahren einfach durch. Es passiert schon nichts. Erstmal zur Polizeistation, weil die Schmuggelware wegbringen ist wichtiger. Lauf oder besiege die Gegner. Ah! Hilfe! Oh nein. Gerade wo ich so viel Geld dabei habe. Gib mir Deckung, Fremder.
keine Munition mehr. Mit Deckung, ja. Das ist gut. Ich keine Munition mehr. Oh. Oh. Was ein Kampf. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass die auch die Wege versperren, sonst wäre ich einfach durchgezogen. Gerade so überlebt. Boah, jetzt aber schnell. Uiuiui. Ah, da wollten deine Freunde dich befreien, aber sie wussten nicht, dass sie hier mit John Wick am Start sind. Puh. Ging noch mal gut, Leute. Ich wäre gefahren, aber der Baum war im Weg. Nochmal kann ich übrigens nicht kämpfen, weil ich habe keine Munition mehr. Das heißt, das nächste Mal mache ich einfach einen U-Turn und ziehe durch. Und ich fahre auf jeden Fall zu Verdacht und hole mir eine AK und neue Munition. Moin Moin, hab was für Sie. Nur 221 Geld? Dollar? Ne, ist auch viel mehr, oder? Nee. Warum kriege ich nur so wenig? War halt auch nur... Nee, mein ganzer Wagen war voll. Stopp. Hat er alles rausgenommen? Als ob ich nur so wenig bekomme. Spuckelware wegbringst du ja der übelste Scam. Das war fast alles voll. Wo ist Vlad sein Laden nochmal? Vlads Werkzeug in der Mitte, okay. Oh, da fällt noch ein bisschen die Gegner. Ah, er schießt mit einer Shotgun auf mich. Ein armes Auto. Wird alles so teuer. Warum sind so viele Gegner am Start? Na, verhörst du Platz laden. Ist ja auf dem Weg. Dann soll mich gleich nochmal jemand angreifen, nachdem ich bei Platz war. Das wird nicht gut für die Enten. Ach, das ist der Laden. War gerade ein bisschen verwirrt. Moin Moin. Moin Platz, mein bester Freund. Gib mal hier dein bestes Gewehr. Mit 2000. Ich habe das Geld nämlich jetzt. Und ganz viel Munition. So, 10 Magazine. 20. Ich bin reich. Krieg gleich eh Geld. Ne, Messer habe ich noch als Ersatz. Das habe ich auch als. Ach komm, noch eine Brechstange. Gönnt sich ja sonst nichts. So, danke. Jetzt soll noch mal jemand herkommen, Leute. Soll sich noch mal jemand trauen. 600 Schuss in meiner Ecke. Dann bringen wir noch den Gefangenen weg. Und dann war es das für heute. Sehr aufregender Tag. Sehr viel passiert am Ende noch. Und wie gesagt, den ersten Part vom Tag, den ersten Tag, den hat man leider nicht gesehen aufgrund des Absturzes von meinem guten PC. Ich weiß auch nicht, warum da einfach gecrashed ist. Ja, so ist das leider normal. Auch ins Arbeitslager. Warum fahre ich da immer gegen? Kann es irgendwie nicht einschätzen. Mein Wagen muss ich auf jeden Fall auch gleich reparieren. Ich pack mal die LK weg, das kommt ein bisschen doof rüber. 160 pro Gefangenen. Die werden bald übrigens wieder befördert. Diesmal habe ich auch keinen Häftling überfahren. Wait. Geht's raus, bin nicht reingekommen. Bin ich lost? Hä? Okay, egal, fahren wir rum. Hab ich gerade getan. Warum war ich so verwirrt? Ab nach Hause. Ich glaube, das nächste Mal lasse ich die Leute wieder abholen, weil irgendwie hat sich das noch nicht so stark gelohnt, oder? Selber zu fahren.
Aua. Ich war auf meiner Karte gucken, es tut mir leid. Ich sterbe noch wegen dem Unfall und nicht wegen Rebellen. Ich glaube, ihnen geht's gut, ich muss weiter. Komm zurück, Genosse. Danke. Ich habe halt keinen Rückspiegel und so, ne? Funktioniert nicht richtig. So. Reparieren 50. Danke. Ist. Und dann gehen wir schlafen. Lass mich hier rüber. Hä? Darf ich nicht mehr nach Hause? Danke. Ab ins Bett. So ein teurer Tag. Wie in der AK. 3000 alles ausgegeben. Erspart es. Oh, wir haben Minus gemacht. Auf jeden Fall dick. Ja, logisch. Das mit den Schmuggelding checke ich nicht, ne? Ah, und wir haben den Häftling einmal überfahren. Das ist halt auch minus 500. Das war auch sehr teuer. Sonst hätten wir jetzt 500 mehr. Ja, gut. Müssen wir halt drauf warten, dass wir jetzt immer Plus machen. Nicht, dass wir pleite gehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen von diesem Part. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, haut rein.